Damit haben wir vollgetankt und stellen fest, hier ist auch gleich eine Wäscherei. Wie günstig, das habe ich heute eh vor. Guten Morgen, sind wir offiziell aus Dove Creek, Colorado. Och ja, sehr wenig geschlafen. 4 Stunden 25. Ich brauche jetzt um 11:30 im Bett. Mein Endziel, wie ihr mitbekommen habt, nicht erreicht. Das ist auf einer Seite schade, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Das war eh klar, bei den Temperaturen gab es auch gern mal in Colorado in den höheren Lagen. Wir waren auf 2400 Meter fast. Auch ein bisschen schneeig sein. Jo, wasche ich hier nochmal Wäsche. Zeit ist eh da. Heute wird sich erholt. Ich muss meine Füße auf jeden Fall schonen. Und morgen steige ich mal wieder so ein bisschen ein, aber auch ein bisschen überschaubar. Schon gesehen, Shiprock, New Mexico, ein heiliger Ort für die Ureinwohner, für die Natives. Ursprünglich entstanden aus einem Vulkan, relativ schön, auch mit dem Dike dran. Betreten verboten, das ist natürlich religiös gesehen eine heilige Stätte, das muss man respektieren. Aber man sieht auch schön den Bergrücken davon, also ich hoffe, dass ich eine schöne Fotostelle finde. Dann habe ich doch mal die Beastie Süd angesteuert, weil das Tageslicht doch arg limitiert ist. Ich werde jetzt wenigstens bis zur ersten Steingruppe wollen. Vielleicht ein, zwei Hoodoos und gemütlich zurück. Der Hunterbosch ist ja relativ lang und breit. Da verschätzt man sich gern mal.
schön um zur Beastie Nord. Ich glaube, da ist auch ruhiger. Eben gerade, ich denke mal, mindestens zwei schlafen auch am Trailhead hier. Ich denke, das wird jetzt anders sein. Ich bin überrascht, die Gravel scheint intakt zu sein. Sieht bisher sehr gut aus, weil am Schluss ist sie weggespült. Das werde ich gleich sehen. Aber es sind eh nur 6 Minuten Fahrt. Also im Zweifel muss ich sonst außen über den Highway. Auf den letzten 50 Meter war es leider wieder unpassierbar. Ich verstehe es nicht. Es ist keine Straße, es ist gesperrt. Was bringt das Gegradete hier? Naja, jetzt geht es zurück durch den Wash. Ich habe mir auch überlegt, ich fahre jetzt auch noch mal ein kleines Stückchen weiter. Wo ich morgen gleich laufe, dann entspanne ich das morgen so ein bisschen. Dann lasse ich ein bisschen dort aus. Ich komme sicherlich wieder mal in die Ecke. Gleich 5 Grad. Die erste Zufahrt zum Denasin war nicht ganz nutzfähig, da war ein bisschen Schlamm und Lehm aufgeweicht, hatte ich keinen Bock drauf. Aber jetzt hier sind wir dann noch da und können ganz entspannt erstmal schauen, ob ich alleine am Trailhead bin oder nicht. Also ich gehe mal fast von aus, wenn ich hier nicht direkt vorbeigefahren wäre, weil hier ist ja schon. Warum ist das hier nicht ganz gut eingezeichnet? Setzen wir noch mal ganz kurz zurück. Aber nicht so schnell, es könnte ja mal was sein hier. Dann bin ich mal gespannt. Oh. Hier wird wieder wild gekämmt, da kann man was Fernlicht ausmachen. Noch einer, zwei, na, ein paar, drei. Lässt sich sicher ändern. Nehmen wir mal das Eckchen da hinten. Da ist ja noch einer. Ich glaube, ich lege mich hier vorne wohl.